Die US-amerikanischen Basketballer gewannen all ihre 5 Vorbereitungsspiele für die Olympischen Sommerspiele 2024. Sie schlugen Kanada um NBA-Stars wie Shai Gilgeous-Alexander und Jamal Murray zum Auftakt in Vegas, gewannen dann gegen die tief besetzten Australier in Abu Dhabi, bevor man dort dann auch die Serben mit dem besten Spieler der Welt Nikola Jokic besiegte. Und zum Abschluss gehen wir noch in den beiden Begegnungen in London gegen den Südsudan und Deutschland siegreich vom Parkett. 5 Spiele, 5 Siege, einige von ihnen deutlich, andere überhaupt nicht. Wir haben bisher aber schon einen guten Eindruck vom Stand der Dinge beim Team USA erhalten. Wir können ungefähr einschätzen, wie gut das Team ist, wie die Rotationen aussehen, wer die primären offensiven Optionen sind, welche Lineups am besten funktionieren und noch einiges mehr. Sicherlich waren das nur Vorbereitungsspiele in der Findungsphase, der richtige Basketball wird erst noch gespielt, aber ein bisschen was haben uns diese 5 Exhibition Games doch schon verraten, wie ich finde. Joel Embiid muss sich erst noch an die Fieberregeln gewöhnen. Einfach von einem halben Meter näher dran zu werfen heißt nicht automatisch, dass Steph jetzt noch viel, viel bessere Quoten auflegt. Tyrese Haliburton fällt mehr und mehr aus der Rotation aus und scheint gar keine Rolle mehr zu spielen. Bam Adebayo und Anthony Davis sind das beste defensive Duo im Basketball und ein 39-jähriger LeBron James ist immer noch, wie auch immer, der beste Spieler dieses Teams. Nicht im traditionellen Sinne, wenn wir über James, den NBA-Spieler, mittlerweile reden. Nach über einem Jahrzehnt als der unangefochten beste Basketballspieler auf dem Planeten, rutscht er aufgrund seines Alters immer noch mehr und mehr ab in den letzten Jahren. In meinem jährlichen Top-10-Ranking steht er in Anführungszeichen nur noch auf Platz 9. Was für eine Schande nach 21 Jahren in der Liga. Geht man nach diesem Ranking, geben dir Spieler wie Joel Embiid, Steph Curry, Jason Tatum und Anthony Edwards eine bessere Chance, innerhalb der nächsten Saison einen Titel zu gewinnen, wenn du das Team mit ihnen statt LeBron startest und um sie statt den King herumbaust. Aber darum geht's hier auch gar nicht bei der Olympiade. Es gilt in einem Team mit einer historisch guten Qualität noch einmal herauszustechen, der zu sein, dem all diese Weltstars folgen, ihr Anführer, der dir den Takt angibt, der weiß, wann er sich zurücknehmen muss, wann er übernehmen muss und der weiß, wie das alles funktioniert. Der weiß, was dem Team die besten Gewinnchancen gibt, weil er halt auch schon mal Olympiasieger war. LeBron James wurde von seinen US-amerikanischen Teamkollegen zum besten Spieler des Teams gewotet, nachdem das Trainingslager in Vegas vorbei war. Eine große Ehre, ein Statement, aber nach allem, was man so mitbekommen hatte, jetzt keine übergroße Überraschung. Er bestätigte das in den 2 folgenden Wochen, denn LeBron ist der mit großem Abstand beste Spieler des Team USAs bisher gewesen, darüber gibt's gar keine Diskussion. Ironischerweise war Anthony Davis ebenso relativ deutlich der Zweitbeste. Was sagt das jetzt über die Lakers aus, die seit Jahren nichts mehr mit diesem Duo gewinnen und jetzt auch für die kommende Saison nicht besonders gut dastehen, aber das nur am Rande. LeBron war unfassbar gut in diesen 5 Spielen und dass er wohl er gar nicht mal allzu viele Minuten auf dem Parkett stand, gerade in den letzten beiden drückt er den Games aber wirklich seinen Stempel auf. LBJ war der Garant des Comeback-Erfolgs gegen den Südsudan, als man zur Pause noch mit 14 Punkten hinten lag und der übernahm, wie wir sicherlich alle mitbekommen haben am Ende, der Crunch-Time gegen die deutsche Mannschaft und führte seine Amis auch dort zum Sieg. 14 Punkte im Schnitt in knapp 22 Minuten pro Spiel, dazu 4 Assists, bei bisher starken 29 von 46 aus dem Feld, das sind mal seine Stats in den ersten 5 Spielen. LeBron ist der beste Team USA Spieler und das ist ein schönes Stichwort, denn Holy macht die besten Softdrinks im Game, die besten Energies, Iced Teas und Hydration Drinks, ohne Zucker, ohne Chemie, ohne Bullshit, alles 100% natürlich, lecker, preisgünstig und gut für die Umwelt. Passend zu den Olympischen Spielen laufen seit Donnerstag auch die Holympics mit 3 brandneuen Holy Hydration Geschmacksrichtungen, nämlich Ananas, Sauerkirsche und meinem Favoriten Kokosnuss. Perfekt für alle Sportler unter euch, durch die Holy Hydration Drinks holt ihr euch perfekt die Nährstoffe wieder rein, die ihr beim Schützen verliert und tut somit eurem Körper beim Sportmachen, wie zum Beispiel beim Ballen, wirklich etwas Gutes. Zu jedem Holy Hydration Starter Set gibt's jetzt eine gratis Holy Eiswürfelform mit dazu und wie immer gibt's auch eine Reihe passende Goodies wie Shaker, eine Sportflasche oder sogar eine Holy Sporttasche. Check gerne auch die Energies aus für den Kick für zwischendurch, lange Nächte und frühe Morgende oder die Eistees für die perfekte Erfrischung an heißen Sommertagen, da ist wirklich für jeden was mit dabei. Mit meinem Code JustTicket5 bekommt ihr 5€ Rabatt auf eure erste Bestellung, mit dem Code JustTicket gibt's 10% ab der zweiten. Ich würde euch hier wirklich das Holy Hydration Starter Set für 24,99€ empfehlen, mit meinem Code sogar nochmal für 5€ billiger, sonst kostet es immer 36, wo ihr euch durch viele verschiedene Proben und Sorten einfach mal ganz entspannt durchkosten könnt und wie gesagt, da gibt's jetzt einen gratis Shaker und die Eiswürfelform noch mit oben drauf. Link und Codes findet ihr unten in der Videobeschreibung, checkt das gerne ganz mal aus, tut euch was Gutes und damit supportet ihr auch mich, meine Arbeit und diesen Kanal.
Aber zurück zu LeBron, springen wir mal direkt in die Crunch-Time gegen Deutschland rein. Die Amis liegen 4 Minuten vor Ende mit 81-82 hinten. LeBron erzielte die letzten 11 Punkte für sein Team und trug es so zum Sieg. 4 von 4 aus dem Feld in dieser Zeit und noch ein Steal kam auch noch mit dazu. Hier realisiert er, dass Andy Obst zu Embiid im Post hinstuntet und genau dann timet er auch sein Movement, attackiert das Closeout, zieht mühelos zum Korb und finisht mit der Offhand. Direkt im Anschluss klaut er sich hier den Ball und verhindert somit quasi sichere Punkte für die deutsche Mannschaft, dribbelt dann selber den Ball vor, attackiert Obst im Low Post, die Schröder-Hilfe spielt überhaupt keine Rolle, könnte ein Travel gewesen sein unter FIBA-Regeln, kein Pfiff, egal, einfache Punkte und steht das dann mit 3 vorne. Wieder direkt im Anschluss verwirft Obst diesen Dreier hier, LeBron holt sich den umkämpften Rebound und wird dabei gefoult, geht an die Freiwurflinie und verwandelt beide. Nächster Angriff der Amis, Pick and Roll mit Edwards und Davis und James steht im sogenannten Slot, was wir sehr häufig von ihm beobachten konnten in den bisherigen Games. Davis bekommt den Ball, könnte den Midranger nehmen, sieht aber den freien LBJ auf dem Flügel, Spot-Up-Dreier, Cash. Und dann die Krönung, der Dagger knapp eine Minute vor Ende, James mit dem Ball in den eigenen Händen, der Screen kommt von Steph, bringt nicht viel, also macht es alleine. Bullyball gegen Schröder, Theis ist gierig auf den Block, Fake, einfache Punkte direkt am Rim, das Game ist entschieden, 11 Punkte bei 4 von 4 aus dem Feld in den letzten Minuten, alle 11 Punkte seines Teams in den letzten Minuten, Le Closer. Gegen den Südsudan drohte im Spiel davor die Blamage, schnell lag man bereits im ersten Durchgang zweistellig hinten, LeBron allerdings etwas dagegen und war der Hauptgrund, dass die US-Amerikaner das Spiel doch noch für sich entscheiden konnten. Er spielt einfach so wahnsinnig intelligent bisher, macht genau das, was das Team von ihm braucht, wählt seine Spots, er zwingt nichts und findet eine klasse Balance zwischen On- und Off-Ball. Hier verarbeitet er am Ende der ersten Hälfte den Pass von Curry, diese Athletik und Spritzigkeit sind immer noch da. Dann hier vom gerade angesprochenen Slot, attackiert das Closeout, Bullyball und dann Reverse Layup nach dem Pass von Anthony Edwards. Hier startet der USA-Fahnenträger ebenfalls auf dem linken Flügel, Handoff mit Embiid, die Südsudaner gehen unter dem Screen durch, das Geschenk nimmt der viermalige NBA-Champion gerne an und verwandelt den Dreier, der Vorsprung wurde immer etwas kleinerer. James drückte dem Spiel mehr und mehr seinen Stempel auf, leitete Spielzüge ein und setzte seine Mitspieler in Szene, klaute sich den Ball und sorgte für Transition-Highlights, welche die Energie umschifteten und den Amis wichtiges Momentum gab. James killte den Gegner als Jumpshooter sowie hier aus dem Dribbling, ohne sich vorher auch nur überhaupt Platz kreieren zu müssen. Und er killte sie als Driver, sowie hier mit seinem Signature Straight Line Drive über links. Die entscheidende Szene kam aber 15 Sekunden vor Ende mit einem Rückstand von einem einzigen Zähler. Er hat den Ball auf links, rechts wird ein Spielzug gelaufen, welcher die Help Defense beschäftigen soll, wieder der einfache Drive über links und Game-Winning Korbleger. Seine Highlights in diesen ersten 5 Spielen sind crazy, hier der vollendete Alley-Oop von niemandem geringeres als seinem ewigen Rivalen Stephen Curry, dem anderen prägenden NBA-Spieler der letzten 15 Jahre. Und hier der krachende Transition-Reverse-Dunk gegen Deutschland. Wenige Sekunden später wieder ein Transition-Dunk nach dem Lob von Jrue Holiday. Wie oft haben wir so einen Dunk hier von links schon in seiner Karriere gesehen, da kommen so viele Erinnerungen hoch. Ich finde, wir bekommen gerade ein gutes Bild, in welcher Rolle James im jetzigen Stadium seiner Karriere am besten ist, wie man ihn am besten einsetzt. Er kann immer noch der beste Spieler eines Teams mit großen Ansprüchen sein, aber er kann es nicht mehr so wie früher alleine tragen. Balance ist wichtig, das geht mit viel Off-Ball-Stuff los, wie Cuts, James einer der besten Cutter ever, musste aber früher selten machen, ich würde so etwas gerne einfach mehr von ihm auch in der NBA sehen. Hier, das ist Basketball-IQ, passt zu Embiid, direkter Backdoor-Cut, give and go, so muss er einfach mehr spielen mit bald 40, er kann nicht mehr alles selber aus dem Dribbling machen, was er möchte, man muss clevere Wege finden, Father Time zu schlagen. Hier, genial gemacht, der Weakside-Cut und anschließende Dunk, James präsentiert bisher Off-Ball für Team USA und das ist wichtig, da sie so viele gute Ballhändler und On-Ball-Creator im Kader haben und jeder mal dran ist. Er verwandelt seine Spot-Up-Catch-and-Shoot-Reihe aus den Ecken. Er erweitert Vorteile, attackiert Closeouts und spielt extra Pässe, James der Advantage Extender und Capitalizer macht richtig Bock. Und warum nicht auch mal den ein oder anderen Off-Ball-Screen stellen, wenn nicht für Stephen Curry, für wen dann, möchte man meinen. Man muss ihn, denke ich, sehr loben, er kommt nicht in dieses Team als bester Spieler ever und will die klare erste Option sein, er weiß genau, wann er sich zurücknehmen muss und wie er dem Team am meisten hilft, er weiß aber auch, wann er übernehmen muss. LeBron schneidet bisher durch Defenses wie ein Messer durch warme Butter, das klasse Spacing hilft ihm extrem bisher. Das ist ein wirklich gesunder Mix aus Pick-and-Rolls, Face-Up-Isolations und Post-Ups und das sind vom Volumen her für mein Empfinden nicht zu viele, aber auch nicht zu wenige On-Ball-Possessions.
Hat er ein günstiges Matchup, attackiert er. Hat er das Gefühl, jetzt brauchen die Amis ihn am Ball, dann attackiert er. Kommt es wirklich darauf an, dann attackiert er. Und genau das ist in meinen Augen auch das richtige Mindset. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viele Drives dabei sind, dass er bereits in den Exhibition Games regelmäßig so im Attack Mode ist, aber das ist erfreulich. Und er leitet immer wieder Spielzüge ein. Gerade jetzt, wo Halliburton kein Faktor in der Rotation zu sein scheint, braucht man den King als besten Passer im Team, als jemand, der die Fäden ziehen kann, Tempo kontrolliert und die Mitspieler in Szene setzt. Also, LBJ hätte kaum besser spielen können und es ist bezeichnend, dass er immer noch der beste Spieler in diesem Team ist. Ich hoffe, die Lakers schauen sich einiges davon ab, wie er beim Team USA aktuell eingesetzt wird, und ich bin gespannt, ob und wie sich das Ganze noch auf die Olympics überträgt. Checkt wie gesagt gerne Holy ab, wie gesagt, Link und Codes sind in den Videobeschreibungen und dem angepinnten Kommentar. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.